Warum werden meine Eltern so schnell wütend? Ja, deine Eltern werden so schnell wütend, weil sie Erwachsene sind. Das war's mit diesem Video. Nur Spaß. Deine Eltern werden so schnell wütend, genauso wie auch Kinder häufig sehr schnell wütend werden, weil sie glauben, was sie denken. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich erkläre es dir aber. Wenn du zum Beispiel denkst, nur wenn mein Bruder das Lego aufräumt, ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass ich mich anlehnen soll, nur wenn mein Bruder das Lego aufräumt, dann kann es mir gut gehen. Dann räumt dein Bruder das Lego nicht weg und du wirst wütend. Und dann sagst du, mein Bruder ist ja schuld daran, weil der muss ja das Lego wegräumen. Das ist aber nur ein Gedanke. Wer sagt das denn, dass das wegräumen muss? Könnte man vielleicht sogar miteinander zusammenlegen, wenn das Lego nicht weg ist? Er sollte das Lego wegräumen, könntest du ja auch ersetzen in, ich frage ihn, ob er es tut. Wut entsteht immer dann, wenn die Realität, also da liegt Lego auf dem Boden, auf deine Gedanken trifft, die anders sind. Also in der echten Welt, auf dem echten Boden liegt Lego, in deinem Kopf soll da aber kein Lego liegen. Also wirst du wütend. Realität trifft auf deinen Wunsch. Und dann explodieren Menschen. Und genau das Gleiche passiert bei Eltern. Die denken sich halt die ganze Zeit irgendwas in ihrem Kopf. Mein Kind muss so sein, mein Kind muss so sein, mein Kind muss so sein. Wenn mein Kind nicht so ist, dann ist das. Wenn mein Kind nicht so ist, dann ist das. Wenn mein Kind nicht so ist, dann ist das. Das ist im Übrigen aber einfach menschlich. Die meisten sind so. Heißt nicht, dass wir so geboren wurden, aber wir wurden halt so gemacht. Also, wenn deine Eltern das nächste Mal wütend werden, kannst du sie ja vielleicht einfach mal fragen, Mensch, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Aber auch ganz ehrlich zu sagen, okay, wenn ich jetzt aber jedes Mal sofort aufräume, wenn ich spiele, geht es auch mir nicht gut. Also Mama, ich sehe ja, dass du nicht wütend werden willst, aber ich würde auch gerne nicht jeden Tag traurig sein. Und dann redet ihr einfach mal über eure Gefühle. Was dabei rauskommt, ich habe keine Ahnung, ich kenne ja deine Eltern nicht, aber das wäre mein Tipp. Reden hat noch niemanden geschadet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Andere Videos werden dir hier auch irgendwo angezeigt. Ja, und wenn deine Eltern gerade zuhören, falls auch du, liebes Elternteil, Lust hast, Kinder zu unterstützen, als Trainerin oder Trainer, Coach oder was auch immer, schau doch mal auf starkauchohnemuckis.de vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao.